So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2020. Ja, dritte Rennen, dritter Teamname, aber jetzt bleibt es definitiv so. Erstmal herzlich willkommen aus Vietnam. Eine Strecke, die ich tatsächlich überhaupt nicht kenne. Ich habe sie weder in einem Gameplay gesehen noch sonst irgendwo gesehen. Für mich wird das komplette Neuling, wird das komplettes Neuland sein. Ich habe mein Team mal wieder umbenannt. Diesmal heißt man nicht Jaguar, sondern diesmal bleibt das Minardi-Team, das man sich eigentlich ursprünglich geplant hatte damals. Das Auto ist angelegt an den 2000er Minardi, weil ich den Wagen eigentlich relativ schön finde. Dieses Gelb-Blau. Also dieses Leichtgelb. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie die Farbe ist. Auf jeden Fall bleibt das Auto jetzt so. Und ja, wir sind wieder in Vietnam zu Gast. Und ja, wir haben einige Sachen, die wir vorstellen wollen, die wir angehen wollen vorher noch von dem Rennen. Und zwar die PR-Veranstaltung. Haben wir noch. Dann haben wir noch ein E-Sports-Event, was da noch läuft. Und dann haben wir mal Gewichtetraining fürs Fahrer, für die Fahrer. Also wir haben den Kalender pickepacke voll. Und würde sagen, gehen wir rein ins in den Kalender. Oh, 379.000, aber ein bisschen Kohle haben wir die. Wir müssen es ja unbedingt finden. Du hast im Moment keinen Rivalen. Irgendwann wird die Presse dich fragen, wen du als deinen Rivalen betrachtest. Überlege dir gut, wen du dir aussuchst. Denn du gewinnst nicht nur an Anerkennung, wenn du gewinnst, sondern wirst auch an Anerkennung einbüßen, wenn du verlierst. Ja, das ist es so. Gut, dann gehen wir mal ans Rennwochenende. Mal erstmal auf die Reifenauswahl. Ich fahre die weichere Mischung wieder. Und dann geht's los. Ja, liebe Leute, das ist Vietnam. Und ich weiß, wie gesagt, noch nicht, was mich erwartet. Ich kenne diese Strecke überhaupt nicht. Das ist, ich komme so lange genauso ähnlich wie Zandvoort. Ich kenne auch diese Strecke nicht. Zandvoort wird die übernächste Strecke sein. In zwei Wochen fahren wir die, ja. Dann haben wir zumindest mal alle neue Strecken durch. Aber wie gesagt, jetzt erstmal Vietnam voll konzentrieren. Bin mal gespannt. Es soll schwierig sein. Ich erwarte nichts. Mein Ziel ist es, wie gesagt, immer nur erstmal die Williams zu schlagen. Zumindest ein Team hinter uns zu lassen, was das betrifft. Im letzten Rennen hat es ja sehr gut geklappt. Beide Autos vor die Williams gepackt. Gegen den Teamkollegen im Rennen letztendlich keine Chance gehabt. Und ja, für Ladezeiten und so. So. Gut, gut, gut. So, haben wir irgendwas mit FOE am Werk? Ich würde sowas in der Art empfehlen. So, nehmen wir das mal mit rein. Upgrade entwickeln. Wir sind halt das schlechteste Team neben Renault. What the fuck, warum? Alfa Romeo hat so gut liegt. Krass. Nein, so, okay. Das ist nur die Entwicklungsstufe. Okay, ich dachte mir gerade, Alfa Romeo, ich dachte, hä? Warum haben wir die von mir so zugelegt? Aber wir sind auf jeden Fall tatsächlich doch. Naja. Gut, gehen wir mal rein ins erste freie Training. Ich weiß nicht, was mich da erwartet. Auf geht's ins erste Freitraining an diesem Wochenende in Vietnam. Ja, und der dauert wieder mit dem Scheißladen, ey. Naja. So. I've had a chat with Carl about the new parts and we're happy that they've been integrated into the car okay. With any luck, you'll be able to feel the improvement, so give them a try. So, gucken wir mal. Setup habe ich für die Strecke. Aber jetzt gucken wir mal gerade, wie das Wetter aus wird überhaupt so nebenbei. Training 1 trocken, Training 2 trocken, Training 3 trocken, kurze Quali trocken. Oh, Starkregen im Rennen. Ja, das ist natürlich super, dass wir direkt im ersten Rennen Regen haben. Ja, super. Na, klasse.
Geht das schon wieder, geht schon gut los. Okay, dann fahren wir. So, fahren wir trocken erstmal. Bitte. If you want to know specific information or make certain changes to the car during a pit stop, you can tell me what you want over the radio. Press and hold the radio button to activate the system, and you can either speak the command or select it manually from the radio screen that will appear on the multifunction display. While the radio is active, cycle through command groups with the MFD button. Oh. So, ich habe euch wieder als kleinen Service die Zeit umlaufen lassen. Lass ich die Zeit mitlaufen. Das ist das Gute, man kann sie jetzt einstellen. So, wir haben unser 100 Triebwerk mal auf die Strecke. So, es gibt ja auch einen sogenannten Overtake-Button, den ich euch mal grüße. Ich habe nur im Rennen funktioniert. Soll auf X liegen. Ich bin mal gespannt, wie die Strecke wird. Ja, ich muss mich rein umpunkten. Jetzt sind die ersten Meter auf dem neuen Kurs hier in Vietnam. Hier ist ein Riesenhaar. Okay. So. Ja, nochmal. Das Auto, wie gesagt, ich fahre das erste Mal auf dieser Strecke hier. Und das heißt, ich hätte mir weniger Quatsch, dass ich mich ein bisschen mehr auf die Strecke konzentrieren. Das wird natürlich nicht einfacher machen, wenn es im Rennen Starkregen gibt. So, und da ich halt die Strecke zwischen Tennis, das heißt, hier geht es nämlich Richtung Stadt Ziel. Also ist sehr verwinkelt, muss ich sagen. Man hat so zwei, drei spezielle Ecken. Ja, bin mal gespannt, was unser Teamkollege machen wird. Viele Kurven. Ich habe überhaupt keinen Vergleich, ich weiß nicht, wie die Zeiten nennen. Ach, schon wieder so eine voll verbrunzelte dieser Haarnadel hier. Das erste Mal. Der Fall Leclerc mit der ersten schnellsten Runde hier überhaupt mit diesem Kurs. Da brauchen wir gar nicht zu gucken in der schnellsten Runde. Da werden wir ewig hinterher hängen. Boah, Alter. Das ist so eine Strecke. Wahrscheinlich bei 5 Sekunden auf die Ferrari. Aber nochmal, das ist eine komplett neue Strecke für mich. Jetzt kann man doch mal den Rennen seine Haarnadel. Also das ist eh jetzt mal die Überleben zu schlagen. Punkte werden wir, glaube ich, gar nicht drüber reden.
Fuel is marginal. Box within two laps. So, das wird jetzt ein bisschen einfach, ein bisschen weiter rankommen. Come in this lap, please. Box this lap. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. Hier muss man mit dem Safety Car sogar ein bisschen aufpassen. Ich habe das schon mal gelesen. Okay, ich kann gleich mit euch auch kurz die Runde. So, das wird mal ein bisschen besser werden. Ich habe nur 3 Sekunden, aber ich da was. Fahrer vor mir. Russell ahead. Their best lap time is a 1:42.7. Boah, das sind immer noch 1,2 Sekunden. So, der geht down to Racing Point. Wenn er mal gerne vorbei würde. Ich bin auch noch schnell eine Runde. Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. Ja, ich habe gar nichts gesagt. Och, geht's mir auf den Sack, hab ich da wieder. Also diese Haarnadel ist definitiv nicht ohne. Und 1,2 Sekunden in Williams ist natürlich ein ordentliches Stück Arbeit. Ja, was ich eben ansprechen wollte, tatsächlich mit dem Boxengas, wir müssen ein bisschen aufpassen. Gerade im Safety Car, da musst du echt aufpassen. Weil ich das hier Ding hier, der sagt, ey, du hast überholt im Safety Car, das ist qualifiziert. Das haben wohl schon einige Leute gehabt. Hm. Aber da gibt es wohl den kleinen Tipp, vorher die Jeff anfangen und sagen, ey, ich möchte die Box. Dann könnte das funktionieren. Ja, das ist, wir sind nicht gut. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Wir fahren nochmal raus. Checks complete. We're ready. Wir mussten ja aber wegen dem Sprit. In 2 Runden möchte ich ja noch fahren. Ja, die Mercedes werden wir eh nicht rankommen. Das ist schon mal ziemlich ausgeschlossen. Bis seit Ocon. Im Renault. Ach, wird das lustig im Rennen dann am Sonntag. Mit Starkregen auf der Strecke. Herzlichen Glückwunsch.
Fahrer vor mir. Russell is ahead of you. Their best lap time is a 1:42.7. Und mit dem jetzt mal 1,2 Sekunden hinter Williams liegen. Das ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Aber die Strecke ist auch tatsächlich, wie gesagt, eine Katastrophe. Na, meinen kann es aber noch ein bisschen was anders ausgehen. Jetzt hat Vasil Latifi überholt. Da holen wir nochmal. There's 3 laps of fuel remaining. Große Verbesserung wird sich werden. Und auf einmal sieht das nicht mehr ganz so dramatisch aus. Wir sind auf einmal wieder vorbei an dem ersten Williams. Diese 800. Diese Zeitverbesserung, diese 43.0. Hat jetzt ein bisschen was gebracht. Nein. Fahrer vor mir. Russell's just ahead. Push for the position. They've just entered the pits. Their best lap time is a 1:42.7. 2:47 ist er gefahren. Das wäre jetzt die Zeit, die wir hätten. Ja, mal gucken, ob wir die Zeit halten können. Ah, ein bisschen haben wir mitgenommen gerade. Box this lap, please. Box this lap. Ja, dann gewinne ich mir auch diese Strecke. Zehnter. Da bist du beide hinter mir. Gut. So. Das ist halt das Ziel. Nur die zwei erstmal hinter uns halten. Und vielleicht immer eine oder andere mehr. Ja. Na, fast so. Top 20 ist eigentlich ein gutes Ergebnis. 16. Das hat Teamkollege, 17. Oh, da wurde noch geholt. Aber auch noch, ne? So, beendete Runden. Okay. Warum auch immer.
Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Hamilton, Vettel und Alexander Albon. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ja. Ja, 21. aber auch nur wirklich knapp. Naja, mal gucken. Ein Auto habe ich zumindest von den beiden. Eigentlich sind bei mir. Das ist das Wichtigste. So, das war das erste Freitraining. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Jo. Interviews. Wer ist für Sie die größte Konkurrenz auf der Strecke? Eigentlich keiner von denen. Weil die sind irgendwo alle außerhalb der Reichweite. Die Saison hat gerade erst begonnen. Was glauben Sie, wie sie für Sie verlaufen wird? Puh, ja. Ich wollte sagen, ich will den Titel, aber das wird unrealistisch werden. Sie sind ein paar Mal an der Mauer entlang geschrammt. Hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Grip? Ein bisschen zu schwer, ja. Klasse, das war dann alles. Ja, nochmal, wie gesagt, das ist eine nagelneue Strecke. Ich muss jetzt ein bisschen reinfuchsen. Also, wenn wir jetzt auch nochmal im Ticken was finden, dann können wir nach vorne springen nochmal. Na gut. Erste Training durch, fehlen noch zwei. So.